Computerspiele machen süchtig, gewalttätig und Einzelgänger aus uns. Das war Konsens. Doch damit ist jetzt Schluss. Forscher sagen, Computerspiele haben Potenzial zum Glücklichmachen. Studien zufolge fördern sie die Konzentration und stärken Beziehungen sogar. Sie ermöglichen Abschalten und Inspirieren. Spiele wie Gone Home können wie ein Kurzurlaub aus dem Alltag sein. Weltweit verbringen Menschen rund 3 Milliarden Stunden pro Woche im Netz. Mit Spielen zur puren Unterhaltung. Das Angebot wird immer größer und ausgefeilter. Spiele wie Proteus verzichten auf Action. Stattdessen gibt es nostalgische Pixeloptik für Welten aus Farben und Tönen. Das Spannende an Proteus ist, dass es halt all diese Mechaniken, die man sonst aus Spielen kennt, weglässt und so die Spielerfahrung komplett auf ein Wahrnehmen reduziert. Ganz anders, Grand Theft Auto, kurz GTA. Im Gangster-Epos erfüllt meistens ein Mann Aufträge, um an Geld und Waffen zu kommen. Der 5. Teil von GTA spielte in den ersten 3 Tagen mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein. Nicht um Spaß und aufwendige Grafik geht es bei Papers, Please. Der Spieler erlebt die Willkür eines totalitären Staates. Ein Computerspiel mit gesellschaftspolitischem Thema. Kunst im Spiel gibt es bei The Bridge, angelehnt an M.C. Escher. Spiele können wunderbar funktionieren über so einen kulturellen, künstlerischen Anspruch. Das ist gerade aktuell einfach ein Trend, den man sieht. Neue Spiele wie Type Rider spielen mit unserer Kulturgeschichte. Und sie schreiben sie gerade. Mit den Spielen üben wir sie ein. Die Interaktion, die gerade erst begonnen hat und unsere Wahrnehmung verändert.